Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Return World. In der letzten Folge haben wir endlich das Puzzle geschafft und... Das sind aber mal heftige Trommeln. Wir dürfen uns jetzt schätzungsweise endlich mal wieder an normalen Level erfreuen. Yay! Yeah! Mal gucken, ob ich die denn so wundervoll schaffe wie beim letzten Mal. Naja, gut. Würde jetzt nicht zwangsweise sagen, dass das wirklich wundervoll war, aber es war auf jeden Fall erträglicher als den anderen Shit, den wir uns da zu Gemüte geführt haben. Irgendwie, wieso leckt das Spiel gerade? Ganz, ganz komisch. Wir wollen ja nicht, dass dieses glorreiche Abenteuer hier asozial wurde, wollte ich gerade sagen. Ja, das auch nicht, aber in erster Linie asynchron. Ich meine, asozial wird es definitiv wahrscheinlich wieder werden, aber... Ups! Upsi pupsi. Hatte ich ins, Mittelpunkt? Ich weiß es nicht. Asozial wird es definitiv, aber asynchron sollte es im besten Fall nicht werden. Ja, nee, für den Mittelpunkt hat es noch nicht gereicht, aber ich habe mich da schon sehr, sehr sicher gefühlt. Sehr, sehr... Als hätte ich sehr, sehr großen Fortschritt gemacht. Aber dann wiederum, ja, vielleicht waren es auch nur die ersten 10%. So, oh shit, okay. Brauche ich ihn denn? Nee, ne? Also hier nicht. Aber ich glaube, den... Wow, den nächsten habe ich gebraucht. Hier kann ich hoch, ja, alles für die Kackmünze. Wobei, ja, ich meine, Leben sind hier auch nicht unbedingt so selten. Dementsprechend könnte man ja potenziell... nee, da komm, das ist schon ein bisschen muttergefickter asozialer Scheiß, oder? Ausschau danach halten. Was ich mich gerade frage ist, hat er nach dem letzten Level gespeichert? Oder... Ja, nicht so, das weiß ich gerade nicht. Notfalls müssen wir das nämlich dann nochmal machen. Das wäre natürlich dann nicht so geil. Aber egal, okay. Irgendwie höre ich mich selber nicht mehr springen. Das ist ein bisschen irritierend und... Oh. Okay. Okay, ich glaube, das Spiel ist verbuggt. Oh mein Gott, der erste Hack, der verbuggt ist, guckt euch den Stein an. Und vor allem, es ist ja nicht nur so, dass er einfach weiter schwebt. Nein! Sondern er fährt sich auch durch die... wie heißt das Ding? Durchs Rohr gefräst. Eiskalt, ist er eiskalt durchgegangen. What the fuck? Okay. Das war geil, jetzt geht's wieder. Leider. Mann. Hier erlebt man ja sogar noch was. Wie cool. Naja, mein Sprungsound war schon wieder weg. Können wir... Regie? Hallo, Regie? Wo ist die Regie, wenn man sie... Was? Ach, da bist du. Du kannst es nicht? Es liegt nicht an dir? Okay. Meine Regie sagt, die können den Sound nicht lauter drehen. Was machen wir denn jetzt, Leute? Auf jeden Fall nicht nochmal das Level. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, also... Oder war das... Nee, ich wage zu behaupten, dass das von... Dass das die ersten Male ging. Jetzt irgendwie nicht mehr. Je nachdem, ob wir das Level schaffen, können wir dann mal schauen, ob es in den nächsten Leveln auch noch so ist. Wenn ja, dann müsste ich vielleicht auch einfach mal den Emulator neu starten. Das könnte ja sein. Also ich meine, so ein bisschen höre ich es ja, ne? Es ist halt nur... Entweder ist es... Whoops! Das war ja stylisch. Entweder liegt es daran, dass die Musik so penetrant ist und sie sich hier mit diesem... Mit dieser, ja, wie nennen wir das Ding? Oh, Moment. Ich muss das halt rechtzeitig machen. Oh Gott, wie knapp. Hier, da hat es wieder geleckt. Dass er hier auf den Sound nicht klarkommt, den diese Attraktion hier macht. Oder, keine Ahnung, Zufall oder so. Natürlich fallt ihr runter. Ich würde gerne mein Programm neu starten. Dankeschön. So, hier haben wir dann auch einen Mittelpunkt. Passend zum Game Over. Den können wir dann richtig schön auskosten. So, da springe ich dann einfach rüber und nehme mir hier die Feuerblume. Ja, soweit, so gut. Alles schön. Alles tutti frutti. So, ja. Ich finde das ganz nett, ne? Vor allem, Moment. Moment, kann ich meine Aussage zurücknehmen? Nein, aber was ich auch schön finde ist, wobei genau das hat mich gerade irritiert, dass man gesehen hat, wo die Steine lang gehen, ne? Aber, ja, wie gesagt, was war das denn gerade? Was hätte ich da denn machen sollen? Voll komisch irgendwie, oder? Erstmal nehmen wir uns hier den Pilz, der uns absolut nichts bringt, wenn wir runterfallen, aber wenigstens tut das Spiel so, als würde es uns einen Gefallen damit tun. So, also ich springe erstmal hier hoch. Und dann, ja, okay, ich muss halt rechtzeitig abspringen und dann, keine Ahnung. Das Ding ist, ich hätte, dadurch, dass ich diese Power-Ups hatte,
hätte ich da auf diesen Pflanzis bleiben können, dann hätte ich zwar nochmal Schaden genommen, aber ich wäre definitiv auf die Plattform gekommen. Aber so. Ja, da war ich leider ein wenig ungehalten und habe das dementsprechend nicht gemacht, aber egal. Vielleicht klappt's ja jetzt. So, also wir machen das. War das schon das? Ja, genau. Also ich bleib vorne dran, spring dann runter und, naja, ich warte einfach, oder? Genau, und dann, ja, also gut, der ist halt jetzt irgendwie ein bisschen... Moment. Moment, was? Oh nein! Was ist das? Oh Gott! Das ist schon ein bisschen Trial and Error, oder? Welche Reaktionen verlangt die Holde Maid hier nur von mir? Ich hoffe, dass das eine Holde Maid ist. Wir hatten das Thema ja in der ersten Folge. Hoffentlich kann ich hier an einer weiblichen Engine rumschrauben und nicht an einem Kerl. Da hätte ich jetzt nämlich spontan nicht so Bock drauf. Na gut, zwei Versuche haben wir noch und dann dürfen wir die erste Scheiße nochmal machen. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich springe hier rechtzeitig ab. Warte. Aber auch wirklich so, ja genau, das hat jetzt schon mal besser... Moment, ja okay, das passt. Und jetzt kann ich dachte, dass ich müsste über das Blaue springen, aber nee, ich kann durch das Blaue springen, weil das nämlich nur eine optische Täuschung war. Ich dachte, das wäre eine Mauer, so. Dann bleibe ich hier stehen. Ja, okay, so, die fliegen schön und ja, und Keks und geil und kann... Oh, ich kann da rein. Gibt's vielleicht ein paar Bonusattraktionen hier? Ah... Ich muss aufpassen, dass ich da nicht sterbe. Ich finde es geil, wie man hier so versucht, so ein bisschen den Wind zu animieren. Ist aber nur der Hintergrund, Leute, ne? Oh, Moment. Ach! Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, das war ja so ein roter Punkt, ne? Das heißt, es gibt einen Secret Exit. Oh, nein! Das hat mir noch gefehlt, dass dieser Kackhex Secret Exits hat. Oh. Ja, oder? Ja, komm, ganz ehrlich. Ich meine, das war jetzt offensichtlich. Das können wir nochmal machen, aber ganz ehrlich, vorher werde ich mich mal Game Over machen. Denn ich denke nicht, dass ich das schaffe mit zwei Leben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das Level schaffen, aber nicht mit zwei Leben, Leute. Definitiv nicht. So. Hallo, Game Over Screen, na, lang nicht mehr gesehen. Ja, ich weiß es. Es ist 5 Minuten her. Tut mir leid, dass ich dich nicht vorher angerufen habe. Was? Oh nein, jetzt bitte mach nicht Schluss mit mir. Ich versuche dich auch öfter zu besuchen, okay? Ja. Psst, das war gelogen. Also noch mehr Game Over geht ja nun gar nicht. Wenn das wirklich eine Metapher für eine Beziehung wäre, dann könnte ich dem Game Over Eager nur sagen, sorry, aber mehr geht nun wirklich nicht. Mehr kann ich dir nicht. Mehr Zuneigung kann ich dir nicht schenken, okay? So oft wie ich Game Over gehe. Von daher, ey, ganz ehrlich, mich fuckt es so ab, dass das Lied so laut ist und dass ich meine Sprünge nicht hören kann, ey. Ist total irritierend. Also so blindfolded könnte man das bestimmt hier nicht spielen. So, ist das der? Nee, Moment, wir sind ja noch nicht mal am, Checkpoint. Aber, guck, beim ersten Mal geschafft. Das hier ist, ja, es ist auch okay. Okay. Der Feuerball ist nicht dahin gegangen, wo ich wollte, aber egal. So, zack, direkt beim ersten Mal. Geil. Und jetzt hier die allseits bekannte Chose. Was mich ja bei diesen Secret Exits immer in... Ups, okay, das war arrogant, das tut mir leid. Aber egal, ich kriege ja hier meine Feuerblume. Um sie dann... Ja, wieder zu verlieren, wollte ich gerade... Oh, ich hätte schwören können, dass ich es so schaffe. Ja, was mich immer so abfuckt bei diesen Secret Exits ist, dass sie meist immer nebeneinander sind. Ne? Also du hast dann quasi so die Wahl, ja, in welches... Moment, ja doch, ja, habe ich irgendwie noch so gerettet tatsächlich. In welches Exit gehe ich jetzt, wissend, dass du... Dass du, ja, du hast beide neben dir und das ist voll behindert irgendwie. War das nicht bei den Originalspielen so, dass da immer wenigstens noch so ein kleiner Abstand dazwischen war? Oder geht's nur mir so... Moment, was? Ah, und dann geht's hier gar nicht weiter. Wie darf ich das denn verstehen? Oder, ja, muss ich ja hier irgendwie einen Fehler gemacht haben, oder? Hoffentlich. Ansonsten habe ich jetzt natürlich einen Scheiß und weiß nicht, was ich tun soll. Wir könnten höchstens mal versuchen... Nee, was? Okay. Jetzt hätte ich beinahe das Spiel geladen, aber ich weiß nicht, ob ich da einen validen Save State habe. Dementsprechend mache ich das jetzt nicht. Gehe aber trotzdem jetzt nochmal rein, weil ich es nicht verstehe.
Komisch. Life in Motion. Ja, Titel passt. Hab jetzt leider nicht so auf die anderen Namen geachtet. Okay, dann machen wir jetzt wirklich nochmal hier mit Save State. So ein bisschen Action. Das kann ja nicht sein, Leute. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also da haben wir halt den Kackpilz, ja. Weiß nicht, ob das jetzt zu schwer doch passt, zu schlau war. So, wir können die hier kaputt machen. Können den da oben benutzen. Ich weiß nicht, triggert da vielleicht irgendwas? Ich kann da ja nicht wirklich... Naja. Ach so. Warte mal, wenn du die kaputt... Oh, okay, das ist gar nicht mal so dumm. Das heißt, dieser Fraser, den er da oben gemacht hat, das war nicht wirklich... Ups, das war nicht wirklich so ein Bug. Also, es war offensichtlich nicht geplant. Ja, ist klar, aber... Moment, ich hatte kein Safe-Set, oder? Ja, kann ich ja nochmal neu laden. Es war offensichtlich nicht geplant, dass er das macht, aber an und für sich so die Tatsache, dass er quasi dadurch, dass der Stein sich durchfräsen konnte, das war quasi kein Bug, wenn er das hier absichtlich verwendet hat. Ja gut, und dann habe ich da... Muss ich natürlich darauf achten, dass ich dann... die Plattform da oben erreichen kann. Weil es ja ansonsten nicht geht. Okay, ja, egal, komm, das packen wir jetzt noch. Es sei denn natürlich, das ist jetzt noch, dauert jetzt noch ein bisschen, aber das, genau das, was ich kritisiert habe, das hat er jetzt quasi, hat er mich eines Besseren belehrt, ne? Das Secret Exit und das eigentliche Exit sind schon weit voneinander entfernt. Cool. Jetzt habe ich die Musik komplett weggebuggt. Was habe ich gerade, ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe das Spiel pausiert, ne? Oh, welch teuflische Aktion meinerseits. Die Frage ist jetzt, wenn ich es speichere, zählt es als Cheat? Ah, jetzt ist wieder alles da. Ja, nee, komm, lass mal nicht machen. Oh mein Gott, what the f... Okay. Es wirkte nur gefährlich, aber Moment, ich habe doch kein Schlüsselloch gefunden. Jetzt muss ich das auch noch finden. Oh nein, wo soll das denn jetzt so wieder sein? Ich hoffe, er macht denselben Trick nochmal. Aber Moment, hier, das ist ja normal. Das brauche ich ja. Vielleicht da oben? Nee. What the fuck? Okay. Vielleicht muss ich den ja auch nur bis zum Ende tragen. Sehe ich aus wie Sora, oder was? Nein, ja, naja, ja. Das fuckt mich ja jetzt schon wieder ab, Mann. Was soll denn das? Ich hab dafür keine Worte mehr, Mann. Kannst du nicht eine Sache normal halten? Ich weiß, das ist ein harter Hack, aber komm schon. Ich hab das Secret Exit gefunden, ich hab den Schlüssel gefunden, aber ich hab nirgendwo ein Loch gesehen. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Return World. Wir werden schätzungsweise in der nächsten Folge nochmal reingehen und das Ganze nochmal machen und keine Ahnung, mein Vorschlag wäre jetzt tatsächlich einfach, sich den Schlüssel zu nehmen und das Level nochmal zu beenden und hoffen, dass das ist, was er will. Ja. Ja, naja. Ja, es ist so dumm. Kann ich eigentlich mal jetzt hier in diesem Hack eine Folge beenden, ohne Depri zu sein? Ohne Angst vor der nächsten Aufnahme haben zu müssen? Nee, geht nicht, ne? Geht tatsächlich nicht. Oh mein Gott. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass ihr weiterhin Spaß habt und vielleicht habt ihr ja schon den einen oder anderen Kommentar verfasst, das Abo dagelassen, das ein oder andere Däumchen dagelassen und wenn ihr dann mögt, könnt ihr mich auch auf Telegram verfolgen. Dort findet ihr Best-ofs und Screenshots meiner Let's Plays vor allen anderen. Teilweise sogar mehrere Monate. Und je nachdem, wie organisiert ich halt hantiere. Aktuell kann man beispielsweise schon viele Sachen finden, die ich wahrscheinlich erst in ein, zwei Monaten veröffentlichen werde. Also stimmt ja die Aussage, die ich vor ein paar Sekunden getätigt habe. Schaut einfach mal vorbei. Ist kostenlos und... ganz cool. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Statement ist cool. Und jeder, der anderer Meinung ist, der kennt sich offensichtlich nicht aus. Nein. Aber ich bin generell immer sehr, sehr froh, sehr, sehr happy, wenn das vielleicht der ein oder andere in Erwägung ziehen würde. Denn aktuell habe ich nur 5 Abonnenten, wovon eine meine Mutter ist. Auf Telegram quasi. Beziehungsweise, ja, nur 3. Weil eine davon ist meine Mutter und ich gehöre ja auch zu den Mitgliedern. Also, ja, ist ein bisschen frustrierend, wenn man 290 Leute hat,
die einen auf YouTube abonniert haben und nur 5 bzw. 3 Leute auf Telegram sind. Denn wie gesagt, ich hau da Best-ofs und Screenshots und Edit-Sachen raus, Behind-the-Scenes-Zeugs halt, und ich hau auch regelmäßig Sprachnachrichten raus. Also immer, wenn ich mir irgendein scheiß Video auf YouTube anschaue, dann mache ich da eine Sprachnachricht drüber. Ja, also alleine dieser Channel, alleine wenn man sämtlichste Sprachnachrichten zusammenzählt und sie sich alle hintereinander anschauen würde, anhören würde, die gerade auf Telegram sind, alleine damit könnte man schon locker 3 Tage füllen, glaube ich, ohne Scheiß. In diesem Sinne, schaut mal vorbei und schaut auch in die nächste Folge wieder rein, wenn ihr denn mögt und Zeit habt. Wie gesagt, wenn ihr auch eine, war das in dieser Folge oder in der letzten, wenn ihr auch eine mindestens 15-minütige Frühstückspause in der Schule habt oder so, dann passt das doch, oder? Ihr habt 5 Minuten Zeit, um aufs Klo zu gehen und 10 Minuten Zeit, die neue Folge zu konsumieren und nebenbei vielleicht euer Pausenbrot zu essen. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.